Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Episode 30 von unserem Projekt Avatar auf dem Metin 2 Server Emerald. Hendra ist der Name und wir wollen in diesem Projekt nach dem Rasador nun auch den Beran Setau alleine und sicher erlegen. Abgesehen von den 6 Euro im Monat für Emerald, komplett free to play, ohne Server Trades, ohne Push. Solltest du das Projekt neu für dich entdeckt haben, dann hoffe ich sehr, dass der Content dir gefällt. Und wenn du magst, kannst du jederzeit von Folge 1 an starten und den gesamten Weg unserer Reise bis hierhin ganz genau nachverfolgen. Und wir sind schon fast 4 Monate auf dem Server Emerald unterwegs. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Und auch wenn wir uns Stück für Stück vorarbeiten mit diesem Waffensucher, sollten wir langsam mal eine Schippe drauflegen. Die letzte Episode war bestückt mit Höhen und Tiefen. Wir haben eine neue Rüstung und eine neue Waffe ergattern können, mussten uns aber auch leider von unserem alten Zodiac-Schwert plus 7 verabschieden. Aber egal, hilft nichts, verschütteter Milch hinterher zu jammern. Weiter geht's. Mal gewinnt man, mal verliert man. Wir haben wieder Geld im Shop. Und zwar sind das jetzt 5,5 Won. Zum einen haben wir die Zodiac-Glefe endlich verkauft. Für 3 Won ist sie jetzt weggegangen. Ich hatte in der Tat mit Unleash, hieß der Kollege, glaube ich, geschrieben. Er hatte gefragt, ob wir sie für 2,5 Won verkaufen können. Habe ich eigentlich zugesagt. Er sagte dann aber, er ist noch im Wald, kommt später. Und darüber bin ich dann aufgegangen, weil ich dann weg musste und so. Hatte sie dann für 3 Won im Shop drin gelassen und jetzt war sie weg. Ich weiß nicht, ob er es war. Falls ja, danke. falls nicht, tut mir leid, dann war dann doch jemand schneller. Würde mich aber wundern, weil sie war eigentlich jetzt schon relativ lange im Shop drin. Und außerdem haben wir unseren antiken Rubin, den wir selbst hergestellt haben, für 2,5 Won verkauft. Da waren wir jetzt, nachdem wir heute Morgen oder heute Vormittag noch deutlich teurer waren als der Durchschnitt, sind wir jetzt auf einmal die günstigsten gewesen. Die 5,5 Won nehme ich gerne mit. Damit sind wir wieder bei 8. Und außerdem habe ich gerade noch ein kleines Geschäft vereinbart. Ich bin sofort wieder bei euch. So, da sind wir. Und zwar haben wir hier ein folgendes Tauschgeschäft abgeschlossen. Der Kollege gibt uns 6 Won und einen antiken Drachen-Onyx für 10 Millionen Yang. Und diesen MPP plus 9, 15 Wind, 1 KTP, 3 TPA und 5 TPA und 3 MPA, so rum. Den hatten wir ja selber vor Ewigkeiten mal im verwunschenen Wald benutzt. Und jetzt ist er weiterverkauft. Ich hatte ihn eigentlich für 7 Won im Shop, aber das hier sind ungefähr 6,5 Won. Damit bin ich zufrieden. Und damit haben wir jetzt aktuell fast 14 Won und einen Onyx, den wir noch verkaufen können. Ich bin hier wirklich die ganze Zeit nach himmelsdrehenden Armbändern am Schauen, am Tun, am Sein und ich habe hier etwas gesehen, das mich überzeugt hat. Zumindest ist es aktuell so das Einzige, was preislich in unserer Liga spielt. Hier ist ein himmelsdrehenden Armband plus 6 mit 5 TPA, 5 DB, 10 Blitz und 1 KTP. Das ist von den Boni her das perfekte Armband für die Grotte bzw. für unser Vorhaben mit dem Drachen. Aber kein an der Boni ist halt Max, es hat keine 6. 7. und es ist nur plus 6 statt plus 9. Aber es kostet halt auch nur in Anführungsstrichen 1,5 Won. Ich schätze mal, für die meisten Leute ist es für die Grotte nicht ausreichend, weil es keinen Teufel hat. Aber für mich ist das aktuell eine Verbesserung, denn unser bisheriges HTA hat 10 Blitz, 10 Teufel, 5 TPA. Die Teufel brauchen wir im Drachenraum eigentlich nicht, aber das 1KTP, die 1KTP können wir wirklich gut gebrauchen. Das hier hat zwar 400 TP im 6. 7., aber hier haben wir 1KTP jetzt und wir haben 5 DB mehr. Und wir haben ja schon festgestellt, eigentlich stehen wir relativ gut im Drachenraum. Wir brauchen halt nur noch deutlich mehr Schaden und hier ja, 5 DB sollte uns erstmal weiter nach vorne bringen. Endspurt. Unser Glas des Handels hält auch nicht mal mehr einen Tag. Deswegen schauen wir direkt mal. Wir haben auf jeden Fall wieder Geld im Shop, aber ich bin mal gespannt, was da alles weggegangen ist. Und wir haben 4,6 Won im Shop. Das ist doch schon mal gar nicht verkehrt. Ich habe übrigens die Zodiac-Klinge und unseren Knochenplattenpanzer plus 9 beides in den Shop getan für utopische Preise. Ich will sie nicht verkaufen, aber ich dachte mir, okay, wenn da jemand richtig Bock drauf hat zuzuschlagen, dann ist es natürlich ein krasser Geldsegen, den wir gerne mitnehmen. Ist aber beides noch da. So, ich muss gestehen, ich habe jetzt ein bisschen länger nachschauen müssen, was wir jetzt hier eigentlich verkauft haben. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass... Oh,
Da kamen gerade noch die Bambushautschuhe dazu. Sehr gutes Timing. Für einen Won verkauft. Ja, dann mache ich den Shop nochmal ganz kurz zu, damit wir da die richtige Summe auch angezeigt haben. Vielen, vielen Dank. Das war wirklich außerordentlich schönes Timing, das hier mal live aufzunehmen. 3, 2, 1. 10 Sekunden müssten rum sein. Jawohl. So, okay. Das heißt, das wissen wir jetzt. Bambushautschuhe verkauft für einen Won. Sollten so ungefähr, wenn man es im EQ-Paket betrachtet, 15 Millionen Gewinn sein. Dann hatten wir hier noch das Zodiac-Schwert plus 6 mit 32 DSS ohne Steine für 2 Won. Das ist auch weggegangen. Das war ja im Prinzip schon vor dem Handelsprojekt vorhanden. Ich glaube, ich hatte es für, weiß nicht, 1 Won oder 1,25 Won oder so gekauft. Also mal relativ günstig. Und es hat uns wirklich so, so lange auf der Tasche gelegen. Aber es ist weg. Und ich glaube, außerdem haben wir noch unseren antiken Rubin verkauft für 2,5 Won. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Nee, halt, stopp. Es kann nicht der Rubin gewesen sein. Der muss schon weg gewesen sein. Weil, mir fällt gerade ein, ich habe gestern noch ein paar Stacks von Ofenstein reingestellt. Halt so 27er Stacks, 28er und so für je 500k. Die sind alle weg. Und da kommen auf jeden Fall so die 50, 60 Millionen zusammen. Aber was haben wir denn für 2 Won verkauft? Ich komme nicht mehr drauf. Helft mir gerne mal in den Kommentaren weiter. Ich habe es gerade wirklich voll vercheckt. Vielleicht fällt es mir irgendwann wieder wie Schuppen von den Augen. Aber jetzt gerade komme ich einfach nicht drauf. Verflixt. Ist das peinlich. So, ich glaube zwar nicht, dass es klappt, aber unsere drei kleinen Segnungen hauen wir jetzt einfach mal. Oh, erste hat geklappt. Ja, bisschen TP, bisschen MP. Nee, wollen wir nicht behalten, aber krass, dass es direkt funktioniert hat. Okay, zweite nicht, aber dritte hat auch geklappt. 5 Widerstand, Windwiderstand und 5. Bonus, okay. Also krasse Quote, aber nichts Gutes. So, und für unsere zukünftigen DT-Core-Farmer holen wir uns noch diesen dunklen Talisman plus 1 mit 20 Widerstand Dunkelheit und noch ein paar ganz andere netten Boni für 5 Won. Und ich glaube, damit sollte Core-Farm für uns erstmal kein Problem mehr sein. Yo, wir haben das Schulterband verkauft mit dem Phönixbogen plus 8 für 5,5 Won. Das ist sehr, sehr nice, denn wir hatten es für 3 Won eingepreist. Hatte zwar gehofft, da ein bisschen mehr für zu kriegen, weil Phönixbögen plus 8 und so weiter, also die Einzelteile waren halt schon eigentlich mehr wert, aber auf jeden Fall sehr, sehr gutes Geld, was wir da rausbekommen haben. Das freut mich außerordentlich. Und damit sind wir wieder bei 19 Won gesamt in bar. Und nach einigen Tagen können wir endlich unsere Schmiede verkaufen. Der gute Barex nimmt sie für 90 Millionen. Vielen, vielen Dank dafür. Und damit sind auch das 40 Millionen Gewinn, denn wir hatten sie ja für 50 gekauft. So rollt der Rubel. Weiter, weiter. Nice. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben wieder einiges an Geld im Shop. Fast 4,5 Won sogar. Und wir haben auch einige Items verkauft. Bei einigen muss ich auch sagen, endlich. Zuerst einmal sind wieder ein paar Ofensteine weggegangen. Für 500k das Stück in ein paar Stacks. Geht jetzt doch wieder relativ solide weg, vielleicht muss ich die doch mal wieder ein bisschen teurer reinstellen. Dann haben wir die 3 Welpenboxen nicht mehr, die auch im EQ-Paket dabei waren. Sind jetzt insgesamt für 60 Millionen weggegangen, waren also auch nochmal so rund 30 Millionen Gewinn, zumindest in unseren Büchern. Und auf der anderen Seite haben wir auch einiges an Equipment verkauft. Wir haben das Vollmondschwert verkauft, für 1 Won müsste es weggegangen sein. Dann haben wir die Roteisenklinge verkauft für 90 Millionen. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Gewinn, denn die haben wir, glaube ich, für 25 Millionen geholt und ja, ist jetzt lange nicht für 1 Won weggegangen, aber für 90 Millionen endlich über die Ladentheke. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Himmelstränenarmband plus 6 mit 10 Wind und 5 dB und ich glaube, ein bisschen TP war auch noch drin, für 1,5 Won verkauft. Das war nämlich ebenfalls Teil des EQ-Pakets und damit sind wir jetzt bei fast 25 Won wieder in bar. Das sehe ich sehr, sehr gerne. So, und wir haben einen VMS verkauft für 1 Won. Da werden wir uns direkt wieder das nächste holen für 1,1. Allerdings hat das hier 30 DSS und sogar noch, ja, 2 Untote geschenkt. Aber 4er-Steine und 30 DSS für 1,1 Won ist ganz okay. Ich gehe aber schwer davon aus, dass wir das nicht weiterverkaufen werden. Ich werde es zwar mal für 2 Won in den Shop stellen, aber ich gehe eher davon aus, dass das für unsere Core-Farmer MDT eher von Belang wird. Deswegen bin ich mit dem Preis sehr, sehr glücklich. Denn ja, die Core-Farmer haben ja auch nicht ewig ihre Jungheldenwaffen, ne? So, auch wenn Silberarmbänder, die blank sind, sehr, sehr günstig sind gerade. Teilweise unter 75 Millionen. Es gab Zeiten, da hat man den jetzt zwischendurch nur für 2 Won bekommen. Ist mein Blick auf ein anderes Armband gefallen, nämlich dieses Silberarmband plus 9. Mit 10 Feuer, 10 Wind, 3 TPA.
für 1,4 Won. Es ist im Prinzip sehr selten aktuell, dass man 10 Feuerarmbänder findet. Habe ich zumindest den Eindruck. Und mit diesem hier hätte man im Prinzip das Leveln, sofern das andere Equipment mithalten kann. Es sind leider keine Max-Boni, aber damit könnte man theoretisch das Leveln bis auf 95 komplett durchziehen. Deswegen glaube ich, das nehmen wir mal mit, weil, also das ist doch bestimmt ein bisschen mehr wert. Gucken wir mal, ob es da ist. Jawohl. 1,4 Won für ein 10 Feuer, 10 Blitz, 3 TPA, 5 Mana Raub und 10 ESO Silberarmband. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es günstig ist, aber ich will es ausprobieren, denn hier ist eine 10 Crit-Kette und ich möchte auf jeden Fall mal im Drachenraum checken, ob wir mit weniger TP, aber dafür mehr Crit stehen können. Und deswegen nehmen wir die auf jeden Fall mit. Und ich glaube, die ist auch ein bisschen mehr wert als 4 Won, denn so günstig habe ich noch nie eine 10 Crit-Kette gesehen. Holy moly. Folgendes. Ich habe mir wieder die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, wie können wir unseren Schadensoutput am Drachen noch erhöhen. Und eine der einfachsten Antworten ist natürlich Kraft der Blitze, denn alles in der Grotte ist vom Elementtyp Blitze, zumindest ab Grotte 2. Am Anfang haben wir ja die Eismonster, aber die Beran-Setau-Monster, beziehungsweise die Setau-Monster und der Beran-Setau, so rum, die sind ja Blitzmonster. Das heißt, Kraft der Blitze würde uns erstmal ordentlich nach vorne bringen. Aber die Blitztalis sind nicht mehr bezahlbar. Und deswegen versuchen wir etwas anderes. Ich habe nämlich hier mal geschaut, was ist denn eigentlich mit Talismanen, die plus 4 sind. Weil da sind ja manchmal auch so random so ein paar Elementkraft-Boni drauf. Und hier war einer, wo ist er? Da. Der hat mich sehr angelacht, denn wir haben hier einen Stärke-Willens-Talisman, der zwar Sungma-Wille gibt, was uns jetzt, glaube ich, noch nicht so wirklich was bringt. Ich glaube, das ist nur für den neuen Kontinent, es sei denn, ich bin komplett auf der falschen Fährte. Aber hier sind auch 5% Kraft der Blitze drin. Dazu noch 2% Verteidigung, ist auch nie verkehrt. 5% Ohnmacht-Chance. Ohnmacht ist auch gar nicht so verkehrt. Aber was halt hier am meisten interessiert mit Abstand ist Kraft der Blitze. Denn zusätzlich, dass wir hier dann unseren Blitzschaden um 5% erhöhen und das sind bei 0,75 sogar fast 4% mehr Schaden dann am Drachen, erhöht es auch zusätzlich den Basisschaden. Ich glaube, das sind dann irgendwie noch 0,2%, also sind wir da dann rechnerisch wirklich fast bei 4% mehr Schaden, wenn wir diesen Talisman anziehen im Vergleich zu unserem Feuertalisman. Und die Boni, die der hat, sind jetzt da nicht wirklich so hilfreich. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal die 2 Won in die Hand, in der Hoffnung, dass das hier jetzt irgendwie kein Fehler ist. Und theoretisch, wenn wir jetzt hier in unseren Stats schauen nach Kraft der Blitze, haben wir aktuell 0. Und wenn wir den Tali anziehen, haben wir 5. Ah, sehr schön, es klappt wirklich, okay. Das ist doch mal gar nicht so verkehrt. Natürlich verlieren wir einen Kraft des Feuers, aber damit haben wir, wenn wir die Alchi anwerfen, damit kommen wir dann auf einmal schon auf 14% Kraft der Blitze. Ich glaube, das wird uns ein bisschen weiterhelfen, zumindest in der Theorie. Und wir haben endlich jemanden gefunden, der uns die Konzis abnimmt. Eine davon war ja im IQ-Paket dabei. 40 Millionen für 2 Konzis. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe mich mal mit fast allem ausgestattet, was so geht. Wir lassen erstmal die Süßigkeiten vom Ramadan-Event noch weg. Aber ich habe mir jetzt eine Heldenmedaille angelacht. Ich habe mir die 10 Crit-Kette genommen und plus 9er Equipment gelassen, also den Helm plus 9 und so weiter, stattdessen mit Kostüm auf Winddev, damit wir hier möglichst viel Schaden simulieren können. Und jetzt hauen wir uns wirklich mal alles rein, was so geht und gucken, wie viel Schaden wir hier am Metin veranstalten. Okay, wir sind so bei 15.000, sehe ich teilweise in der Spitze. Es ist doch mal gar nicht so verkehrt. 15.000 kann sich sehen lassen. Auf der anderen Seite fehlt uns dann da immer noch so ein klein bisschen. Denn es wurde ja gesagt, es sollte schon eher Richtung 18.000 gehen. Aber wir sind auf einem guten Weg, finde ich. Also es ist wirklich extrem. Ich bin jetzt hier 10 Minuten im Wald. Das Event läuft seit 10 Minuten. Und das war schon der Switcher Nummer 5. Das ist wirklich krass. Also das Geheimnis zu krassem Farmen scheint zu sein, hau den Schaden raus. Und
auch wenn wir ohne Kostüme, also mit Kostümen kommen wir jetzt insgesamt auf 60 Winddev. Ohne Kostüme also auf 30. Und ich kriege einfach keinen Schaden, weil, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Verteidigung so hoch ist. Also wir haben fast 1100 Grundverteidigung. Aber die Gegner treffen einfach nicht. Also manchmal kommen dann so halt 800er Hits, aber es ist irgendwie alles geht daneben. Also wir kriegen fast keinen Schaden. Das heißt, ohne Kostüme könnte ich jetzt hier durch die hohe Grunddev, durch die Rüstung auch farmen. Total easy mit 30 Windverteidigung. Und ja, also der Schaden ist wirklich, wirklich abartig mittlerweile. Aber wir müssen noch ein bisschen was rauskitzeln. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier die Switcher noch verkauft kriegen und dann vielleicht noch ein bisschen, weiß nicht, Feuerschuh plus 8 oder sowas uns anlachen, kriegen wir da noch ein bisschen mehr raus, aber jetzt geht's ans Feintuning. So, und während wir hier so fleißig Switcher farmen, wir sind jetzt übrigens gleich bei 45 Minuten. Wir konnten die Quote nicht ganz halten, aber wir sind immerhin schon bei 12 Switchern in einer Dreiviertelstunde. Das ist wirklich gutes Geld. Und parallel habe ich gerade hier eine Nachricht bekommen von dem guten Xeroni oder Xeroni, ich weiß es nicht genau. Er hatte nochmal versucht, bei der Level 1er Ninja-Rüstung zu verhandeln. Ich hatte sie jetzt auf 75 Millionen runtergestellt. Denn wir haben nicht mal mehr einen Tag den Offline-Shop zur Verfügung. Und er meinte, ja, 70 Millionen wäre okay, dafür müsste ich jetzt aber extra rausrennen. Und habe gesagt, ja, sorry, dann muss ich dich noch um ein bisschen Geduld bitten. Hat er gesagt, komm, ist okay, 75 Millionen, die Ninja-Rüstung verkauft, gerade in diesem Moment. Und das sind immerhin so gute 25 Millionen Gewinn. Normalerweise gehen die halt für einen Won weg, aber ich habe jetzt wirklich angefangen, dadurch, dass wir in den letzten 24 Stunden unseres Offline-Shops angekommen sind, die Preise nochmal ordentlich nach unten zu schrauben, dass wir jetzt zumindest mal ein bisschen Gewinn noch mitnehmen bei den ein oder anderen Sachen. Aber dass uns die Sachen dann nicht auf der Tasche liegen. Deswegen vielen Dank für den Support und ja, ist aber auf jeden Fall ein fairer Preis, würde ich sagen. So. Wir haben jetzt in exakt einer Stunde 13 Switcher rausgehauen. Die Quote ist leider immer weiter nach unten gegangen. Aber jetzt gerade wird eh hier so eine Server-Shutdown angekündigt. Naja, ich würde mal sagen, Switcher-Event mitgenommen, was ging. Es wurde jetzt eh sehr voll und die kriegen wir schon gut verkauft. Ist gutes Geld. Später, als die Server wieder online waren, bin ich dann mit unserem Lykana über die Map 2 gestiefelt, um die Cores noch zu farmen und hab dann da eine einsame und verlassene Eishexe stehen sehen. Und da dachte ich mir, holst du doch mal den Waffensucher ran und probier es mal, die klein zu kriegen, denn auch das habe ich noch nie in Metin 2 geschafft und ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Also Waffensucher rangeholt und zu meinem Erstaunen ging das wirklich echt easy. Also nicht nur, dass der Schaden ausgereicht hat, das mit dem Gift-Timing war auch wirklich reiner Zufall, aber nehme ich gerne. Blutenhelm hätten wir auch noch bei gehabt, aber vor allen Dingen haben wir halt wirklich gar keinen Schaden gefressen. Deswegen war das schon echt cool, das mal zu erleben, auch mal eine Eishexe klein zu kriegen. Das heißt, so weit sind wir auch schon gekommen. Und der Loot, der war auch richtig krass. Am selben Abend hatte ich dann noch spontan Zeit und Lust auf einen Stream und nachdem wir Contra K 13 B-Switcher verkauft haben für 2 Won und in seinen Krafthandschuhen aber nicht einmal Magie-Dev oder irgendwas anderes Nützliches reindrehen konnten, haben wir Help nochmal um Hilfe gebeten und unseren aktuellen Schadensoutput im Drachenraum auf den Prüfstand gestellt. Alles rein da. Hochmut. Wir machen so 17k am Metin, glaube ich. Jetzt am Anfang machen wir eh keinen Schaden. Ich glaube, da ist egal, in welcher Reihenfolge wir die Metins kloppen, oder? Warum stunt er mich so oft? Das habe ich heute auch schon irgendwie mal im Hallo? Das habe ich heute auch schon irgendwie mal im Rufchat gelesen, dass der Abwehr gegen Ohnmacht-Skill irgendwie jetzt anscheinend verbuggt sein soll. Ich hoffe, das stimmt nicht. Aber ich glaube, ich brauche zu lange, um... Ich mache dem ja fast keinen Schaden, wenn ich jetzt so lange brauche, um die Metins überhaupt zu killen, oder? Was ist jetzt der letzte? 12 bis 12.500. Das wird nicht reichen, auf gar keinen Fall. Der stand immer so oft mega aggro. Ah, okay, krass.
Aber die Skills, also jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Blitzdef haben wir. Fast nichts, ne? 36 Blitzdef, also auch Überleben ist kein Problem. Nach dem letzten Mädchen ist der Drache noch 10 Sekunden immun gegen Schaden. Wait, what? Echt? Das ist ja mega ätzend. Also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Auch wenn wir immer noch nicht den benötigten Schaden erreicht haben, haben wir trotzdem einen deutlich höheren Schadensoutput als beim letzten Versuch. Das macht auf jeden Fall Mut. Und um uns noch weiter zu steigern, haben wir dann später on stream noch einen Himmelstränen Armband plus 9 gekauft mit 5 TPA, 10 DB, 1 KTP, 10 Blitz, 6 siebte Boni noch zum Drehen für 20 Won. Ich glaube, das war das teuerste Item, was ich jemals gekauft habe. Selbst die Rüstung hat nur 18 Won gekostet. Auch wenn wir den Drachen noch nicht gepackt haben, ist es auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass wir uns mit großen Schritten in die richtige Richtung bewegen. Und auch nochmal hier vielen Dank an alle, die bei dem Livestream dabei waren. Hat viel Spaß gemacht. Und ich kann euch schon mal verraten, in der nächsten Episode werden wir uns ein Item kaufen, was noch teurer war als das HTA plus 9. Und das müssen wir auf jeden Fall auch wieder auf den Prüfstand testen, unser neues Equipment. Könnte sein, dass wir den Drachen jetzt mittlerweile packen, werden wir aber gemeinsam ausprobieren. Und außerdem werde ich euch dann noch auflösen, wie viel Geld wir in den 2 Wochen Handeln an Gewinn reinholen konnten. Ich werde euch jetzt mal bewusst die Übersicht noch nicht zeigen, ein bisschen auf die Folter spannen, aber ich glaube, das hat sich auf jeden Fall extrem gelohnt und in der nächsten Episode werden wir dann die finale Auflösung für diese letzten beiden Wochen gemeinsam durchgehen. Aber damit soll es das für diese Episode gewesen sein. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und ihr wisst, wie immer gilt, Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge, lasst mich gerne alles wissen, was ihr mit mir teilen wollt. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal bis zum nächsten Mal.